Hannah und Jesse haben sich bei Princess Charming kennengelernt. Was hast du gedacht, als du Hannah das erste Mal gesehen hast? Mega hot. Dass Jesse einen sehr krassen, intensiven Blick hat, der sehr schön war. Und die haben das geschafft, was ich von so einer Dating-Show gar nicht so richtig erwarte. Sie sind danach zusammengeblieben. Natürlich ist man verguckt und verknallt, aber ich konnte jetzt nicht sagen, ich bin richtig doll verliebt. So, das kommt. Tut mir leid. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass Leute da eher für Fame, für Geld, für ihre Karriere hingehen. Und deswegen stellen wir uns die Frage, wie real ist Dating im Reality-TV? Hi. 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 Hello. Wie seid ihr denn überhaupt zu eurem ersten Format gekommen? Princess Charming war ja so ein Format, was relativ neu war auch. Und ich habe schon unter den Gay-Mädels, unter meinen Freundinnen oft gesagt, so hey, wie cool wäre es eigentlich, wenn es mal so ein Format geben würde, einfach nur für Frauen. Dann kam echt die erste Staffel und wir haben das so durchgesuchtet. Das war einfach so unser Highlight. Und dann war eigentlich erstmal so der Witz dahinter, komm Jesse, bewirb dich doch auch mal. Und ich so, nee, komm, als ob und so. Und irgendwann dachte ich mir, ja komm, warum denn nicht? So, warum kann ich da nicht mitmachen? So, ist mal was ganz anderes, was man sonst halt nie machen würde. Und bei dir, Hannah? Bei mir war es so, ich hatte vorher nicht viel mit Reality-TV zu tun, habe auch nicht viel geguckt. Und es kam dann diese Princess Charming-Staffel raus und ich hatte das mit meiner Ex-Freundin geguckt gehabt. Habe mich mega gefreut, dass sowas rausgekommen ist. Und ich habe einfach gedacht, ich versuche es jetzt mal, mich zu bewerben, krieg bezahlten Urlaub, lerne ein paar Frauen kennen, mache ein bisschen Party. Und was für eine Intention bist du reingegangen? Ich dachte mir einfach, wir sind mal abseits von Tinder oder irgendwelchen Instagram-Dates. Und ich dachte mir, hey, mach's einfach mal. Vielleicht findest du die Liebe deines Lebens oder auch nicht. Wie real kann man denn sein, wenn eigentlich alles um einen herum nicht real ist? Also das Problem ist, am Anfang ist es halt schwierig, sich da drauf erstmal einzulassen. Mhm. Also man ist natürlich extrem nervös und man muss sich ja irgendwie normal verhalten. In den Dates ist es tatsächlich so, du sitzt da mit diesem Menschen und du musst dich halt jetzt mit diesem Menschen auseinandersetzen. Du stehst da vor Kamera, du hast jetzt eine gewisse Zeit, die dir die Produktion da vorgibt und in der Zeit setzt du dich mit diesem Menschen auseinander. Du kannst kein Handy in der Hand nehmen. Du fokussierst dich dann halt viel mehr auf diesen Menschen. Deswegen hat man auch immer das Gefühl, dass da drinnen die Gefühle noch viel extremer sind als außerhalb, weil alles so intensiv ist. Und da hilft natürlich dann die andere Person, die wahrscheinlich rummachen auch hilft. Nervös ist. Oder man macht rum zum Beispiel, ja. Nee, aber man gewöhnt sich dran ein bisschen. Also ich habe auch nie in der Zeit dran gedacht, was danach passiert. Was ihr noch gar nicht mitbekommen habt, ich habe mich tatsächlich für diese Reihe hier bei einem echten Reality-TV-Format angemeldet und noch keine Rückmeldung bekommen. Wenn da was weitergehen sollte und ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst mal ein Abo hier da. Ihr habt gerade beide gemeint, dass die große Liebe irgendwie nicht der ausschlaggebende Punkt war, warum ihr in die Show reingegangen seid. Was war es dann? Für mich war es eigentlich eher Spaß. Mit Fame hatte das weniger zu tun, weil ich hatte mit Instagram so gut wie gar nichts zu tun. Ich hatte noch nicht mal einen richtigen Account. Dementsprechend wusste ich nicht genau, was auf mich zukommt und wie das alles abläuft und keine Ahnung, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich man da wird. Mhm. Mir war schon klar, natürlich, du schaffst ja eine Art Sichtbarkeit, du wirst erkannt und wenn die Leute dich mögen, dann kann es halt sein, dass du beliebt wirst und dass du dann auf Instagram Möglichkeiten hast, irgendwie Influencer zu werden oder sowas. Also bei mir war es tatsächlich so klar, ich bin in einer anderen Position als Hannah. Hannah war ja dann die Princess. Aber als Kandidatin weißt du ja nie, okay, komme ich überhaupt weit? Fliege ich schon in der ersten Nacht raus? Das heißt, man hat ja nie die Sicherheit, okay, werde ich da überhaupt erfolgreich damit? Mhm. Weil vielleicht, wenn ich nur 2 Folgen dabei bin, heißt es, ich bin in den 2 Folgen bekannt und danach ciao, dann bin ich auch wieder vergessen. Ja. Dir wurde da gar nicht reingeredet? Du konntest komplett wirklich entscheiden, wen du rein willst, wen du raus willst? Ja, ich konnte frei entscheiden und ich konnte auch frei entscheiden, wen ich zu den Dates einladen möchte und wen halt eben nicht. Bei Jesse zum Beispiel wusste ich von Anfang an, da ist irgendwas. Mhm. War das ein großer Unterschied für euch, sich im Format zu verlieben? Ihr seid ja immer noch zusammen. Zum realen Leben, also auf Tinder, in einer Bar oder so. Also zum einen ist es natürlich schon so, dass man ja in dieser Bubble ist, in diesem künstlich hergestellten Format. Dementsprechend ist es schon ein Unterschied auch, weil man vielleicht viel mehr wahrnimmt ohne Ablenkung, okay, was fühle ich und empfinde ich wirklich jetzt gerade für die Person. Das ganze Leben dreht sich um Dating, basically. Genau, du hast keine Arbeit, keine Arbeit, Putzen, keine Probleme, keine Freunde, keine Familie, gar nichts. Und die Herausforderung besteht eigentlich eher dann darin, danach das Ganze nochmal so zu vereinen. Also den Alltag, den Stress mit der neuen Partnerin, die man dann eben gefunden hat.
Ist dann halt natürlich eine Sache, wahrscheinlich deswegen hält es auch bei vielen nicht so lange, weil man natürlich dann erstmal sich nochmal anders kennenlernt. Ich finde, das ist ein guter Vergleich eigentlich, oder nicht? So Urlaubsflirt-mäßig, nur dass halt tausende Kameras mitlaufen und Leute zuschauen. Ich frage mich tatsächlich, ob man im Vorhinein abschätzen kann, was es wirklich bedeutet, bei solchen Formaten dabei zu sein. Also ganz akut auf Dreh und natürlich auch im Nachhinein. Was für Auswirkungen hat es denn auf die Leben der Kandidaten? Dina und Franzi sind Psychologinnen und beschäftigen sich in ihrem Podcast Trashologinnen genau mit solchen Fragen. Wo liegt denn eigentlich der Reiz daran, Reality-TV zu schauen? Also erstmal liegt der Reiz darin, abzuschalten. Das ist eine leichte Kost. Und wir müssen unser Gehirn jetzt nicht so sehr dafür anstrengen, um das zu schauen. Auf der anderen Seite wissen wir schon auch, dass es teilweise um so Abwärtsvergleiche geht. Also dass man sich das anguckt und dann so denkt, ach, so würde ich das ja nie machen. Und dabei auch gerne vergisst, dass vieles zusammengeschnitten ist und das eh nicht die ganze Person zeigen kann, die da hinter dem Fernseher ist. Dass die Zuschauer sich so ein bisschen drüber stellen, dass sie sich so ein bisschen erhaben fühlen? Okay. Ja, und ich glaube, ein anderer Grund, den man vielleicht nicht so gerne zugibt, ne, ist ja, dass bei den Formaten immer so, dass da ganz viele sehr wilde Sachen passieren. Die Leute sind ja schon oft sehr hemmungslos. Zum Beispiel bei Are You The One werden wilde Partys gefeiert. Man hat wechselnde Partner oder Partnerin. Jeder hat gefühlt was mit jedem. Dass jemand anderes dann vielleicht das auslebt, was du dich vielleicht in deinem eigenen Leben nicht so richtig traust auszuleben. Warum interessieren wir uns so sehr für die Leben anderer Menschen? Zum Teil interessieren die Leute sich nicht mal für sich selber. Warum schauen sie? Ich würde sagen, die Antwort ist, weil wir super soziale Wesen sind und weil das eigentlich, auch wenn wir das nicht immer so wahrhaben wollen, das zentralste Thema unseres Lebens ist. Deshalb ist es so spannend und zentral für uns auch zu sehen, wie machen andere Menschen das, weil wir daraus auch ableiten können, ja, wie funktioniert das und wie verhalten wir uns einfach generell in der Welt, in Beziehungen. Was hast du gedacht, als du Hannah das erste Mal gesehen hast? Mega hot. Dass Jesse einen sehr krassen, intensiven Blick hat, der sehr schön war. Wann wusstest du, dass du verliebt bist? Nach unserem ersten Date. Das wusste ich tatsächlich erst nach der Show und ich war auch die Erste, die ich liebe dich gesagt hat. Hat man ein schlechtes Gewissen, wenn parallel so viele Frauen um einen kämpfen? Nein. Fühlt sich die Beziehung jetzt anders an als zum Staffelfinale? Oder würdet ihr das überhaupt Beziehung nennen am Staffelfinale? Wart ihr da schon zusammen? Nee. Wir waren tatsächlich zum Staffelfinale jetzt nicht offiziell zusammen. Aber irgendwie, dadurch, dass ich mich für sie entschieden habe, hat es sich so ein bisschen auch so angefühlt. Aber das war auch vollkommen klar für mich. Also natürlich ist man verguckt und verknallt. Aber ich konnte jetzt nicht sagen, ich bin richtig doll verliebt. So, das kommt ja erst. Oh, tut mir leid, ich wollte mich enttäuschen. Nein, aber lass mir was anderes erzählt. Ach ja, wann denn? Ja, beim Finale. Da hast du mir auch was anderes erzählt. Wie habt ihr das hinbekommen, dass das immer noch hält? Also wir hatten eine Fernbeziehung. Jesse hat ja in München gewohnt und ich in Hannover. Und wir haben wirklich versucht, uns jedes Wochenende zu sehen. Zu treffen. In der Zeit zu treffen. Ja. Das heißt, wir haben uns wirklich da sehr, sehr reingehangen, um uns kennenzulernen. Ich hatte wirklich Interesse an ihr. Ich habe da drinnen wirklich Gefühle entwickelt. Und Jesse auch. Ja. Und dementsprechend haben wir uns einfach angestrengt, uns so oft wie möglich zu sehen. War sie anders im Alltag als im Format? Natürlich war Hannah anders, weil wir ja auch gar nicht, also klar, in dem Date hatten wir bestimmt mehr Zeit, 3 Stunden oder sowas, wo wir sprechen. Da lernt man natürlich schon noch ein bisschen was kennen, aber ein das Leben, reicht nicht, um einen richtigen Menschen so kennenzulernen, wie er im Alltag ist. Nee. Schaut ihr eigentlich solche Reality-TV-Formate oder ist das gar nichts für euch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Schaut man sich die eigenen Folgen an und wie ist das? Was ist das Gefühl, wenn man sich dann selber so im Fernsehen oder online einfach sieht? Also ich muss sagen, ich war sehr nervös. Man selber sieht sich ja gar nicht so in Situationen. Also man sieht ja nicht, wie bin ich denn, wenn ich mich gerade verliebe oder wenn ich gerade lache, weine. Und das war so der Anfang irgendwie total komisch. Also ich konnte mich selber gar nicht angucken. Also ich dachte mir so, oh mein Gott, ich will es gar nicht sehen. Ich würde sagen, wir schauen einmal in die Staffel rein. Aber vielleicht muss sie einfach gewisse Dinge auschecken. Und wenn sie mit einer Laura nur geknutscht hat und eigentlich keine tiefgründigen Gespräche hatte bislang, dann weiß sie halt auch einfach nicht. Wenn es auch dabei geblieben ist, okay, dann ist es okay. Aber wenn die jetzt natürlich echt schon wieder richtig... Oh mein Gott. Ja, okay, aber das kann ich mir halt auch vorstellen, dass wenn man tiefgründig noch quatscht... Dass man dann mehr zulässt. Ja.
Ich versuche mich jetzt einmal nicht ganz so verrückt zuzumachen und einfach zu gucken und zu vertrauen, was wir haben. So eifersüchtige Zicke. Ja, aber genau das ist es ja so. Hä? Also ich kann mich gar nicht mehr so krass daran erinnern, dass ich da so das so empfunden habe. Und dort drinnen hast du vielleicht reagiert auf Sachen, die du vielleicht im echten Leben gar nicht so wahrnehmen würdest. Aber weil es halt diese spezielle Situation ist, hast du so reagiert. Was hat es denn für Auswirkungen auf Kandidaten, wenn nach der Show viel Kritik auf sie zukommt? Wir wissen aus der Kognitionsforschung, dass negative Informationen über uns viel stärker einschlägt als positive. Also das Negative, nur eine negative Information bleibt dann viel stärker hängen und wir beschäftigen uns viel mehr damit als mit 10 positiven. Und deswegen ist das echt nicht zu unterschätzen. Würdet ihr wegen solchen Punkten Leuten zum Beispiel auch abraten, in diese Formate zu gehen? Nicht unbedingt. Ich würde einfach sagen, pass ein bisschen auf dich auf und überleg dir vorher Strategien, dich zu schützen. Und es gibt ja verschiedene Charakterdimensionen in der Persönlichkeitspsychologie, die zum Beispiel zu sowas neigen, der stark und emotional auf Dinge reagieren. Denen würde ich schon zum Beispiel davon eher abraten. Das sind ja genau die Menschen dann auch, die vom Sender maßlos ausgeschlachtet werden, einfach weil sie so viel Content hergeben. Erzählt mir mal von Sommerhaus, wie war das für euch? Katastrophe. Aber warum habt ihr euch fürs Sommerhaus entschieden? Weil im Endeffekt, das Format hat einen Ruf weg, so. Ja. Da geht's nicht immer nur freundlich zu. Ihr habt keinen Bock auf Hate, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Warum das Sommerhaus? Naja, also bei Princess Charming hat man jetzt quasi ja uns gesehen, wie wir uns kennengelernt haben. Aber es gab uns ja quasi noch gar nicht zusammen in irgendeinem Format. Und natürlich wussten wir, dass Sommerhaus keinen guten Ruf hat und dass Sommerhaus wahrscheinlich auch eine andere Herausforderung wird und es auch nicht so einfach ist, da sich irgendwie durchzusetzen, sag ich mal. Ihr habt gerade 20 Mal betont gehabt, dass Princess Charming ja ein Reality-TV-Format ist, aber nicht das Trash-Format. Ja. So. Und dann geht ihr ins in das Trash-Format schlechthin. Ja. 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 Tatsächlich haben wir uns einfach gedacht, okay, es ist eine neue Challenge als Paar. Unsere Anfangsmotivation war einfach, wir wollen es den Männern halt zeigen, dass Frauen das auch können und halt als erstes lesbisches Paar in dieses Format reingehen und es einfach versuchen. Motivation, es den anderen zu zeigen durch die Spiele, wie hat das so funktioniert für euch? Tatsächlich hat es da drin dann nicht mehr so gut funktioniert. Ich glaube, man unterschätzt das ein bisschen. Also die Spiele sind wirklich hart und ich bin da so ein bisschen sensibler, glaube ich, als Hannah. Und mit dem Druck konnte ich jetzt tatsächlich nicht so gut umgehen. Wie kommt es zustande, dass dir für so ein Format im Endeffekt wichtiger ist, ein Spiel zu gewinnen, als auf Jessys Gefühle jetzt mehr einzugehen, mehr zu achten darauf? Das ist einfach, weil du in der Situation nicht auf Gefühle fokussiert bist, sondern in der Situation bist du auf dieses Spiel fokussiert. Du merkst meistens gar nicht, wie es deinem Partner geht in so einer Situation. Weil du selber in einer extrem starken Emotion bist, du bist selber extrem stark an deinen Grenzen. Da gibt es sicherlich auch Leute, die es besser schaffen, die besser schaffen, auf den Partner zu hören. Und das ist auch etwas, was man tatsächlich danach lernen muss. Und das ist halt etwas, das lernst du in einer Beziehung so im normalen Leben nicht, weil du spielst ja mit deinem Partner nie irgendwelche Spiele. Wenn man in so ein Format geht, dann trägt man die Verantwortung dafür, wie man sich dort gibt, was für ein Beziehungsmodell man den Zuschauern im Endeffekt präsentiert. Die können das ja irgendwie in den falschen Hals kriegen. Auch sehr junge Menschen schauen diese Formate und sehen dann, wie du da schreist und könnten dann denken, jo, das ist normal. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ja, ich trage ja Selbstverantwortung, wie ich mich gebe. Weil du bist ja da hingegangen. Ich bin da hingegangen und ich weiß ganz genau, was dann passiert und ich habe unterschrieben, dass das so und so laufen wird. Aber letztendlich weiß ich halt am Ende auch nicht, was ist das Endprodukt so. Die Frage ist, ist es, keine Ahnung, sinnvoll zu zeigen, das ist die perfekte heile Welt, da gehen jetzt Paare rein und die benehmen sich alle super und respektvoll? Oder soll man zeigen, dass sich Paare streiten und dass das existiert? Weil Streiten gehört nun mal auch dazu. In Formaten wie zum Beispiel dem Sommerhaus oder so werden ja schon öfter mal toxische Beziehungen vorgelebt. Kann das abfärben auf die Zuschauenden? Ja, zumindest, dass es die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen könnte. Dadurch, dass man das immer wieder sieht, als immer normaler wahrgenommen wird. Und wenn wir uns dann immer wieder angucken, wie jemand im Sommerhaus, wie Leute sich verbal aggressiv zueinander verhalten, vor allem muss man schon sagen, sehr viel misogynes und sexistisches Verhalten sehen wir auch in vielen Formaten. Wir sehen ganz viele Männer, die wirklich schlecht mit ihren Freundinnen umgehen. Wenn wir das immer und immer wieder sehen, beeinflusst das schon, denke ich,
dass wir das vielleicht mehr und mehr als normal ansehen und dann vielleicht auch mehr und mehr sowas für unsere eigenen Beziehungen übernehmen. Und da sehe ich schon eine ganz, ganz klare Gefahr. Im Nachhinein, wie würdest du dein Verhalten beschreiben? Hast du ein Wort dafür? Also nach den Spielen bist du meistens noch in dieser Emotion drinne. Das Ding ist aber, dass wenn wir ins Haus gekommen sind, also sobald wir im Haus waren und dann wieder diese ganze Action nicht mehr hatten, tatsächlich ganz normal wieder miteinander umgegangen sind. Ja, du hast ja auch entschuldigt. Also wir haben darüber ja auch geredet dann meistens über die Spiele nochmal. Und dann war das für mich auch voll okay, weil ich meine, in dem Moment habe ich das manchmal auch gar nicht so persönlich genommen, was aber natürlich oft so auch aussah, weil ich ja mit dem Druck auch gar nicht so krass oder gar nicht so gut umgehen konnte. Und da haben wir auch im Nachhinein, also als alles vorbei war, nochmal wirklich darüber gesprochen und auch offen halt gesagt, hey, okay, das geht nicht, dass man so rumschreit. Ich glaube, das weiß Hannah auch, dass es halt auch nicht cool war. Und sie hat sich auch dafür wirklich entschuldigt. Klar, das wird natürlich dann nicht so gezeigt. Glaubt ihr, es braucht tatsächlich in den Formaten, in den Shows eine Einordnung? Ja, jemand, der sagt, das so verhalten wir uns aber nicht. Das ist aber verletzend für die andere Person oder so. Oder der Mensch verhält sich so, weil irgendwelche Bedürfnisse in der Beziehung nicht erfüllt werden. Also jede Form der Einordnung wäre da ja gut und wichtig. Oder würde das irgendwie das Seherlebnis kaputt machen, da würde keiner mehr einschalten? Also ich glaube, das wird es viel interessanter machen, weil ich glaube, viele Menschen gucken das ja schon auch mit so einem sozialen Interesse, weil man das ja spannend findet, die Art von Konflikten gut zu beobachten. Wenn ihr euch streitet im Reality-TV, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es reingeschnitten wird, viel, viel höher. Ist es dann nicht was Positives für euch eigentlich? Solltet ihr dann, also überlegt ihr, denkt man an sowas, redet man über sowas? Hey, sollten wir vielleicht uns mal mehr gehen lassen? Also wenn das der Fall gewesen wäre, hätten wir natürlich auch mehr in der Villa gestritten. Also das wäre ja dann eigentlich das Perfekte für uns gewesen, wenn wir dann auch noch in der Villa streiten, weil das wäre ja das Material, was die haben wollen. Würdet ihr sagen, ihr wurdet fair geschnitten? Ich würde nicht unbedingt sagen fair geschnitten, sondern einfach Sachen weggelassen. Also Sachen, die vielleicht gezeigt hätten, dass es gar nicht so arg schlimm war, wie es natürlich dann am Ende auch dargestellt wurde. Aber ja, kann man jetzt natürlich hinstellen, wie man will, weil letztendlich haben wir das ja auch so unterschrieben. Ich glaube, dass in den Formaten keiner ferngeschnitten wird tatsächlich. Nee. Eine Produktion achtet natürlich darauf, was zieht die Leute an, was wollen die Leute gerne sehen. Und danach schneiden die. Denen geht es nicht darum, ob etwas fair ist oder nicht. Das ist halt so. Das muss man in Kauf nehmen. Und das habt ihr getan? Das haben wir getan. Und das hatte halt auch was Gutes. Also auch wenn das Ganze im öffentlichen Raum, sag ich mal, logischerweise nicht optimal gelaufen ist. Nicht so gut aussah, ja. Genau. Trotzdem habe ich ja über mich oder auch über Hannah oder über uns viel gelernt. Und es hat ja uns gezeigt, dass wir jetzt nicht einfach so uns trennen lassen und uns jetzt die Beziehung schon sehr wichtig ist. Ja, es hat uns als Paar extrem gestärkt. Genau, als Paar hat es uns trotzdem gestärkt. Also für uns war vollkommen klar, dass wir wirklich, wenn es an so einer krassen Grenze ist, wo wir sagen, hey, unsere Beziehung steht wirklich auf dem Spiel, dass wir sagen, hey, dann scheiß da drauf. Und dann gehen wir halt da raus, also egal wie. Die Öffentlichkeit stärkt eure Beziehung eher oder ist es eher eine zusätzliche Belastung? Es kann stärken und es kann die Beziehung auch schwächen, weil natürlich da eine gewisse Belastung ist. Aber es kann halt auch immer dazu führen, dass man irgendwie immer wieder zueinander findet, weil man sich doch gegenseitig unterstützt. Habt ihr vor, wieder in ein Format zu gehen? Also erzählen können wir tatsächlich noch nichts, aber wir würden auf jeden Fall gerne noch mal in ein Format gehen. Mhm. Auch am liebsten in Formate, wo wir einfach zusammen reingehen, damit ich natürlich mein Image wieder ein bisschen aufbessern kann. Nein, aber auch, weil also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ja, wir müssen den Leuten noch mal zeigen, dass wir Challenges drauf haben und nicht so verkacken, wie wir es gemacht haben im Sommerhaus. Ich würde auch auf jeden Fall noch mal in eine Show gehen. Und vielleicht bin ich dann gelassener, dadurch, dass ich natürlich jetzt ich habe schon erlebt und den ganzen Druck vielleicht einfach nicht mehr so in der Hinsicht habe. Ja, es gibt reale Liebe, echte Liebe im Reality-TV. Das sind halt auch einfach ganz normale Menschen im Endeffekt. Und man hat an so kleinen Momenten am heutigen Tag gesehen, ja, hey, die lieben sich. Ich finde, die beiden haben auch über Umwege, aber eigentlich auch ganz ehrlich gesagt, hey, zum Teil ist das jetzt ein Business für sie geworden. Sie vermarkten einfach ihre Beziehung, um damit Reichweite zu generieren. Und wenn sie beide damit cool sind,
finde ich es auch komisch, denen das irgendwie abzusprechen im Endeffekt. Worauf Kyla Shikes beim Dating achtet und was für sie und andere Creator männlich ist, darüber habe ich mit denen hier in dieser Folge gesprochen. Darunter findet ihr den Kanal Safe, der gibt euch echt krasse Insider-Infos zum Thema, wie viel verdient man denn so im Reality-TV. Und hier kommt ihr zur Podcast-Folge mit Frank, da hat er mit Clara gesprochen, die von ihrer großen Liebe geghostet wurde. Das ist eine sehr, sehr emotionale Folge.